So, kann ich jetzt mein Geschenk aufmachen? Okay, ich mach's auf. Okay. Okay. Puh, was ist es wohl? Hoffentlich eine Katze, hoffentlich eine Katze, hoffentlich eine Katze, hoffentlich eine Katze. Frohe Weihnachten! Verflixte Klicks! Verflixte Klicks! Verflixte Klicks! Mit Lars Paulsen und Florentin Will! Verflixte Klicks! Freu dich doch mal! Haben wir einen Kassenzettel noch? Oder können wir da irgendwie... Ich hab mich eingepackt hier richtig schön für dich. Aber habt ihr einen Kassenzettel noch? Weil es ist gar nicht das, was ich auf meinen Wunschzettel geschrieben habe. Fröhliche frohe Weihnachten, Florentin. Wie geht's Hallo, Lars. Dir denn? Ja. Mir geht's gut. Wollen wir später dann noch Geschenke richtig auspacken? Ich habe ein paar für dich gekauft. Ja, wenn du jetzt schon mal da bist, können wir auch Verflixte Klicks spielen. Leute, Verflixte Klicks. Mensch, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, dass wir jetzt zur besinnlichen Weihnachtszeit nochmal zusammenkommen und nochmal zelebrieren, was uns am besten gefällt. Willkürliche Videos auf YouTube. Hast du mich nicht so zögerlich anzufassen? Ich bin gar nicht aus Porzellan. Jetzt umarm mich doch nochmal richtig. So wie in guten alten Zeiten, umarm mich jetzt nochmal richtig. Zeig mir mal, dass du mich noch gern hast. Mehr kann ich nicht wünschen. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest bisher und habt euch dieses große, wunderschöne Highlight bis zum Schluss aufbewahrt. Es ist ja eine Überraschung von uns gewesen, ne? Kleine Überraschung, dass wir doch noch eine Folge Verflixte Klicks hier an Weihnachten euch präsentieren, so wie letztes Jahr. Ist ja mittlerweile eine Weihnachtstradition für viele Leute gewesen. War tatsächlich eine Überraschung, dass du nochmal hier auftauchst, weil so wie du gegangen bist... Dachten wir eigentlich alle beschlossen, dass du hier nicht mehr auftauchen willst. Ja. Nach dem, was du gesagt hast, ja, da sind Begriffe gefallen, einerseits aus dem Tierreich, andererseits historische Vergleiche wurden gezogen, die so eigentlich nicht angebracht sind. Ja, nicht, aber anscheinend klappt es ja doch nicht, wo es so viel besser ist beim Fernsehen. Und Kamera besprechen. Gut, hatten wir uns eigentlich drauf geeinigt. Jetzt, das nicht unbedingt jetzt. Wie viele Kronen haben wir denn? Können wir mal ganz kurz auf das ist, Nee, das ist. Hab ich nämlich schon wieder ja vergessen gehabt. Weil das ist ja Quatsch. Wir haben ja gesagt, für jede Woche, die du nicht da bist, habe ich den Punkt automatisch. Hab ich nämlich vergessen gehabt, wie viele Kronen man geklärt. Überhaupt besitzen kann. Ja, anders geklärt, weil es hieß ja, weil du da nicht teilgenommen hast. An Weihnachten spiele ich ja mal gerne Trivial Pursuit und solche Wissensspielchen. Und da war eine Frage, wie viele Kronen kann man denn also Menschen möglich überhaupt auf seinem Kopf tragen? Und ich habe dann irgendwie sowas wie 3, 4 oder so gesagt. Und das war, glaube ich, auch die richtige Antwort. Aber jetzt sehe ich, das ist ja die völlig falsche Antwort. Du, ich gebe es zu, ich habe mich nicht auf die Sendung vorbereitet. Für mich ist es eher, sage ich mal, jetzt so nach Feierabend noch mal was so abgesessen werden muss. Ich habe mich nicht auf die Sendung vorbereitet, ich weiß gar nicht, worum es geht. Falls es irgendeine Möglichkeit gibt, dass irgendwie jemand noch mal kurz mir erklärt, worum es geht. Was ist Verflixte Klicks? Florentin und Lars schauen YouTube-Videos, raten die Klickzahlen. Amazing! Ich war mir wirklich nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es ein Erklärvideo gibt. Hm. War ich nicht mehr ganz sicher. Ob das nur bei Pfiffige Ziffern. Viele Sachen in meinem Leben sind ja auch nur in einem Fiebertraum oder so passiert. Ich weiß nicht, ob die wirklich passiert sind. Das stimmt, eine journalistische Karriere zum Beispiel. So, wir fangen erst mit dem ersten Video und es heißt Wello. du weißt, es gibt nichts, was ich lieber wäre als ein guter Journalist. Ja, ich weiß. Deswegen sitzt der Staffel natürlich echt tief jetzt gerade. Also, um das kurz einzuordnen, heute ist natürlich Weihnachten, der Heiligabend, das ist natürlich schön. Und unsere liebe Johanna hat sich ein bisschen zur Weihnachtselfe gemausert, denn das ganze Jahr hinüber hat sie immer wieder aus den Zufallslisten von den pfiffigen Klicks verklicksten. Fuck! Fuck, ich kann's nicht mehr! Ich hab's dir gesagt, ich kann's nicht mehr! Du kannst es nochmal machen, wir schneiden. Mach einfach nochmal mit der Weihnachtselfin. Hast du eine Ahnung, unter welchem Stress ich stehe? Was das für ein Druck ist? Kommt hier einmal alle Jubeljahre rein? Und dann muss alles stimmen. So, sorry, machen wir nochmal. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und Johanna hat sich nämlich zu einer kleinen Weihnachtselfe gemausert und die hat das ganze Jahr über Videos gesucht aus der Zufallsliste der verflixten Klicks-Videos. Und hier ist sie. Herzlich willkommen, Johanna. Nein, wir machen Face-Reveal bei 1000 Abonnenten. Bei 1000 Abonnenten machen wir Face-Reveal. Und alle Videos, die das gesamte Jahr über was mit Weihnachten zu tun hatten, mit Schnee, mit Enttäuschung, mit gebrochenen Versprechen, hat sie hier nochmal zusammengesammelt. Und hier ist sie. Herzlich willkommen. Face-Reveal. Komm, zeig dich.
Und deswegen schauen wir uns jetzt dieses herrliche Video an. Vuelo, wahrscheinlich ein Rentierstall. Oh, frohe Weihnachten dir nochmal, wirklich. Hola, Zoe. Hola, Papi, hola. Nee, warte mal. Der Weihnachtsmann spricht nicht Deutsch? Der Weihnachtsmann ist Spanier? Der Weihnachtsmann weltweit? Santos? Es ist Santos die ganze Zeit gewesen? Santos Clauso? Ich hab's mir fast gedacht, dass es Santos war. Ist das eine Werbung? Der sieht auch nicht ganz gesund aus. Stell dir vor, du musst einen Tag im Jahr arbeiten und bist dann krank. Achso, nee, kannst du dir sehr gut vorstellen. Ne? Ist ja bei dir ähnlich. Guck mal, das hat Jana hier ganz schön. Ich hab das ja wieder vor der Sendung gemacht. Nee, können wir hier auch, guck mal, hier mit allem drum und dran. Hast du es dir ein bisschen weihnachtlich gemacht zu Hause? Also, wir haben hier eine Werbung für PNP. Hast du einen Weihnachtsbaum? Nein. Polo Norte Portatil. Ist das eine App, die du regelmäßig nutzt? Habe ich mittlerweile gelöscht, tatsächlich. Ach, was? Ich ein paar Vorwürfe, ja. Okay. Pädophilie-Vorwürfe. Oh. Das ist, siehst du nicht gerne in der App. Das ist immer ein Problem. Das ist immer doof, ne? Hast du so ein, wie heißt es denn? Weihnachtskranz? Adventskranz? Habe ich nicht, tatsächlich. Ah, okay. Habe ich nicht. Ich habe nur Adventskalender. Also, der Titel lautet Vuelo, was natürlich so viel wie heißt wie Fahrrad. Mit dem natürlich der Weihnachtsmann hier in gewisser Weise unterwegs ist. Er cruist. In Mexiko? Ach, es ist Mexiko! Oh, eieiei! Nee, es ist ja im Nordpol, ne? Stimmt, wer hat das eigentlich annektiert? Ist das umkämpftes Gebiet noch? Sind da. Haben wir das? Deutschland ist geholt? Haben wir das uns geholt? Haben wir noch nicht. Mann, ey! Wir haben so viel liegen lassen am Tablett. Aber wirklich. Kann man nicht eine Partei gründen mit so einem ganz speziellen Vorwurf? Erobert Nordpol? Den Nordpol? Zurückerobert. Ja, was sagen Sie zu Sozialversicherung? Wird so lange gekürzt, bis wir genug Truppen aufgestellt haben, um den Nordpol zurückzuarbeiten. Ja. Nächste Frage. Ja. Leider gerade eine sehr aktuelle Debatte. Oh, das ist ja gut, dass wir den Journalisten Lars im Haus haben, der uns absoluten Vollidioten die Welt erklären kann. Ich hab dir gesagt, bewirb dich auch, du kannst auch angenommen werden und du hast da auch total viel Talent. Und Frau Gelser hat damals immer schon gesagt, dass du ein ganz besonders junger Journalist bist. Also nicht gut, sondern besonders jung. Junge. Okay, also, Weihnachtsmann, natürlich tolle Stimmung, passend. Da hat Johanna wirklich mal wieder Fingerspitzengefühl bewiesen, um hier eins und eins zu sagen. Ja, noch nicht so auf die 12. Nee, das war ja auch. Ich finde ja, Weihnachten, es muss auch was Subtiles sein. Ja. Deswegen, ich glaube, wir haben hier wirklich einfach 11 Klicks. Weil das ist eine Werbung, die in ganz schlechter Qualität irgendwo hochgeladen wurde mit einem schlechten Titel. Klar, jetzt sagst du wieder, das ist eingebunden auf einem Blog. Nee, ich sag 11. Wie 11 Klicks? 11. Oh, können wir das 11. Türchen gerade mal aufmachen? Was heißt denn 11? Was, warum 11? Weihnachts-11. Wir müssen raten, wie viele Klicks das Video hat. Ohne Anhaltspunkte, ohne was irgendwelche Hinweise. Was soll das denn wissen? Das macht ihr schon länger hier, oder was, die Nummer? Hä? Wir machen das jede Woche. Wie? Seitdem du nicht mehr da bist, machen wir es halt viel off-air irgendwie. Dann sitze ich halt hier mit ja, Leuten aus der Reaktion. Viel öfter oder viel off-air? Ich hab's also wirklich nicht okay. Viel off-air. Ich bin bei 72 Klicks und du wirst dich sowas von wundern, dass ich gleich jetzt bei meiner ersten Schätzung hier ich nach treffe. Einer Woche Pause tatsächlich schon wieder treffe. Schauen wir doch mal rein. Senja, Mama, die Mama, 20 Punkte, guck mal. Ich habe echt ein Lächeln aufgesetzt, weil ich hier ein bisschen in Weihnachtsstimmung reinkommen wollte. Aber jetzt lasse ich mal wirklich mein Innerstes aus. Ich habe noch ganz kurz eine Frage an dich, weil du bist ja jetzt in der Welt Journalie unterwegs. Du kennst dich gut aus mit dem tagesaktuellen Ding. Eine kurze Frage habe ich, dann können wir was machen. Kann ich's noch? Ja. Ah, okay, danke. Gut, dann haben wir's. Dann können wir direkt weitermachen. Dann haben wir das geklärt. Ich habe ja früher mal im Studium alle Präsidenten der Welt auswendig gelernt. Und von allen Ländern. Von allen Ländern, ja, einige. Und ich habe so nach spätestens 4 Jahren gemerkt, was für eine dummdämliche Entscheidung das war, weil das ja alle 3-4 Jahre sich ändert. 4-5 Jahre. Es wird immer mehr vor allem. Nee, es ändert sich halt immer. Zu verwechseln. Das heißt, ich weiß jetzt die Präsidenten von 2013, sowas wir gar nicht. Porfirio Lobo war damals der Präsident von Honduras. Oh, Porfirio Lobo, shout out hier an der Stelle mal. Wir haben einen, oh, hast du es nicht auch, wenn dein Kork
Tisch. Mein Turntable verkorkt. Wenn der Turntable verkorkt. Oh, ist das ein guter Turntable? Nee, der korkt. Da legst du mal zwei Wochen nicht auf, dann ist der komplette Turntable verkorkt. Zum Glück hat DJ Christmas hier eine Antwort. Show me how it's done. We'll check it out. Weihnachtsbeleuchtung, ganz kurz. Und no go? Nein, no go. Ho, no go. Ich würde sagen ho, ho, ho. Okay. And I really like it, so. I was in eighth, saw this 12-inch diameter piece. Wie exakt und lange er das wirklich zeigen wollte. Das ist, oh, das wird aber. Oh, die Kurve kriegt er nicht mehr, oder? Die Kurve kriegt er nicht mehr. Das ist zu steil, mein Bruder! Das ist zu steil! Nein, du musst die Kurve kriegen. Nein, du kannst auch im rechten Winkel raus. Die Kurve kriegen. Du kannst auch im Lot auf den Kreis fallen. Ich habe noch eine, Nachfrage. Und zwar. Juckt es hier wie Sau? Muss ich das die ganze Sendung über? Ja, musst du. Wir haben leider nur eins, deswegen kann ich keins. Würdest du nur vielleicht noch ein bisschen nach hinten machen, wenn das geht? So, also, mein Set ist verkorkt, was mache ich? Nee, bei ihm ist eher das Problem, es hat viel zu wenig Kork. Also, wenn ich das nächste Mal im Club bin, dann wünsche ich mir was zum DJ und frage danach, ob er noch ein bisschen aufkorken kann. Man hört es ja immer, wenn nicht genug aufgekorkt wurde. So ein Set darf aber auch nicht zu lange stehen, sonst verkorkt es dir komplett. Das ist auch nicht gut, das geht ja nicht runter. Aber das ist jetzt, Tea for the Tillerman. Bring Tea for the Tillerman. Break for the Sun. Hoping for the moment who made the rain come. Singing these to dance in the... Da ist ja sogar was drin. Oh, 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 was ist drin, 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 nein, die Fischkarte! Auch schon gut angekorkt, ne? Alles hier angekorkt, ja. Muss auch okay, du ziehst die Fischkarte. Bist du dir also sehr sicher, dass du dieses Kork-Video hier richtig einkorkst? Und hast gemerkt, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen Zauberkunst geübt habe? So ein bisschen Taschen. Ist mir aufgefallen, ich wollte es explizit nicht ansprechen, um mich nicht zu motivieren, darüber zu reden. Okay, ich habe die Fischkarte gezückt, weil ich mir so sicher bin. Oder weil es einfach gerade in die Nummer gepasst hat, eins von beiden. Aber ihr müsst wissen, ich habe es heute wirklich drauf und ich will es wissen. Wir sind hier bei. Also, wie oft hast du das schon gegoogelt? Making an anti-static cork turntable. Oft bin ich so drin und dann turn ich die Tables und dann krieg ich so einen Schlag. Ja. Dann kriegt er die ganze Hochspannungsleitung direkt ins Gesicht. Und dann denke ich mir, jetzt gehe ich aber früh ins Bett. Ja. Aber sehe ich es richtig, dass der einzige Weihnachtsbezug der Baum im Hintergrund ist? Naja, vielleicht kommt ja noch eine Mucke oder so. Okay, mehr Weihnachtsstimmung zumindest als hier im Studio. Aber er hat offensichtlich irgendwas in seinen Keywords. Hat er Christmas oder so reingemacht, damit Johanna das findet? Nee, das ist ja zufällig generiert und dann sucht genau, sie es aus. Genau. Johanna, nein, so, ich habe mir das wirklich notariell bestätigen lassen, dass das wirklich absolut ethisch generierte YouTube-Videos sind. So, wir sind. Was sagst du denn, Fischmeister? Also nicht den Hauch. Du hast die Fischkarte gezogen. Das Schimmers. Ist Klicks oder was? Um was geht's? Ja. Okay, Klicks. Von diesem Video, oder? Ja. Mit diesen Korken? Kork. Ja, wir sind natürlich bei, weißt du, wie viele DJs es gibt? 9. Allein in Deutschland, allein in Hamburg gibt es 3 DJs. Das stimmt. Das ist eine Menge. In Berlin fast das Doppelte. Mhm. Und deswegen sind wir bei. Okay, 98, das ist nicht schlecht. Da hast du natürlich strategisch clever jetzt gezogen, weil der. Ich sag mal so, ich habe ja regelmäßig aus deinem Zimmer geklaut, als wir zusammen gewohnt haben. Da habe ich so einen Teil auch mal rumliegen sehen. Dachte mir, was ist denn jetzt los? Gib's her. Gib die Lupe. Ich weiß, dass du die Lupe geklaut hast. Also, ich wusste es nicht, aber jetzt. Ja. Danke.
Ich sage, wir haben hier weihnachtliche 24 Klicks. Ja, richtig gemerkt. Alle meine Antworten haben heute etwas mit Weihnachten zu tun, um zumindest als Einziger vielleicht der Weihnachtsstimmung ein kleines bisschen zu kommen. Ach komm, weißt du, was 198 nach Christus passiert ist? Da war das erste Mal saufen. Geil! Okay. Ah, guck mal, ich hab trainiert. Stimmt, du kannst es. So, 198 zu 24, bitteschön. Nee. Hey. Oh. Das Jack hat es versperrt. 2700. Und jetzt kommt meine steile These. Es gibt kein Tutorial auf YouTube unter 500 Klicks. Oh. Ich meine, das könnten wir ausnutzen, um 200 Klicks mehr zu haben als sonst. Westminster Chimes played on bells. Oh, servus, das ist die Glocknerei Grasmeier. Ah, servus! Das ist die Glockengießerei Grasmeier. Und wie? Alles Roger? Ein Instrument, das drei Menschen braucht, um es zu spielen. Hunderte Kühe auch gestorben für. Und was für Kühe? Und er so, oh Mann, ich bin gerade nicht dran. Wie geil das Video wäre, wenn die Kamera immer zu spät und immer nicht den Film, der gerade schlägt. Das wäre fantastisch. Jetzt gibt er ganz auf. Zoom raus, Harry. Zoom raus. Also es ist ein Instrument, das muss man zu dritt spielen. Das einzige Instrument, wo dann auch die anderen genervt sind, wenn einer mal ein Soli spielt. Oh, jetzt spielt er wieder ein Soli, geht fünf Minuten. Ich sag mal so, ich war mal in der Show von der Blue Man Group und ich sag mal ganz ehrlich, mich hat's nicht richtig umgehauen. Aber wenn ich mir das anschaue, dann wünsche ich mir die Blue Man Group zurück. Aber du warst auf der Bühne, oder, damals? Ich war auf der Bühne, ja, ich hab ein bisschen getrommelt. Ich wurde auf die Bühne gezogen und dann haben die so meinen Kopf immer wieder auf die Trommel gehauen. die trommeln ja mit allem, sagen sie immer. Kann man da nicht mal was rausfinden? Ich fände das schon lustig, wenn irgendwie so was rauskommen würde, dass die Blue Man Group irgendwie so was falsch macht. Und dass man dann so die Interview führen müsste mit den Blue Man Group. Ach so, Skandal. Dann, ja, so ein bisschen. Ja, verstehe. Dass die Investigativjournalisten sollten sich da mal drum kümmern. So die Trommelstöcke sind so aus illegalem Elfenbein oder irgendwie sowas. Und so ein großer Skandal. Dann sitzen die alle drei, die drei Blauen. Und man weiß immer nicht genau, wer ist. Ich habe noch eine kurze Frage. Ist das ein deutsches Video? Ja gut, das ist jetzt... Du willst jetzt wirklich diese Diskussion führen am Heiligen Abend? Nee. Heiligabend heißt Freundschaft, Liebe, guck Zusammensein, mal. Familie, Streit, www.grassmeier.at. Österreich. Aber du kennst meine Regel. Du kennst meine Regel. Ehrlich gesagt kenne ich sie nicht 100%. Der Titel. Was ist nochmal die Regel? Es muss eindeutig sein, dass der Executive Producer des Videos und der Set-Designer Nummer 2, dass die beide deutsch sind. Das war die Regel, ne? So ruinierst du das Weihnachtsfest. Nein, das ja, doch, ich kann mich erinnern. In welcher Sprache ist das Video gehalten? Genau. Wir haben hier unten einen grünen Text in englischer Sprache. Wir haben einen Titel in englischer Sprache. Es mag sein, dass das Video in einem deutschsprachigen Land spielt, aber das ist egal. Ich würde sagen, es ist kein deutsches Video. Ja, und nicht mal das, es ist ja in St. Petersburg, oder? Haben wir das falsch gelesen gerade? Aber es ist ein anderes St. Petersburg, oder was? Müsste ich natürlich als alter Geogesser auch wissen, was St. Petersburg-Reutling, meinst du? Das ist nochmal in der Ecke? Weiß nicht. Andere Frage. Die Kirchenglocken, die man so hört, dann und wann, werden die von einem Glöckner? Das macht alles der Algorithmus. Das macht alles der Algo. Ja, macht das mittlerweile Algo? Das hängt alles am Algo dran. Bong. Oder gibt's noch den Glöckner oder macht es dann der Glöckner, der drückt auf den Knopf und dann macht der Algo alles. Der Algo sagt, der Algo? Geh nach Hause, Bruder, ich mach das. Ist Algo ein Norddeutscher? Ja, sicher. Algo. Mal Glocke? Bong, bong. Es sagt immer bong, ne? Das stimmt schon. Lustiger Fun Fact. Dafür musst du jetzt deine Hose aufmachen, oder? Ja, es muss ein bisschen durchlüften. Es gibt doch das Bong. Berühmte Lied Frère Jacques. Mhm. Und dann singst du im Deutschen Bruder Jakob, Ding, Dong, Dang, Ding, Dong, Dang. Ja. Und dann im Englischen und im Französischen ist es Ding, Ding, Dong. Also für Deutsche
heißt es Ding, klingt es, wenn man so hört, ja, mach mal eine nach, sagt man Ding Dong Dang, ganz deutlich. Ja, ja. Und alle anderen Länder auf dieser Welt sagen, nee, es ist ganz klar, Ding, 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 ja, Dong. Ja, ja, ja. Ich bin, du musst schätzen, wie viele Klicks es hat. Frere Jacke, Frere Jacke, Frere Jacke, Frere Jacke, Frere Jacke, dormez-vous. Dormez-vous, are you sleeping, bong, bing, bong, morning bells are ringing. Und da ist die Johanna! Ich sage, das Ganze hat nicht wenige Klicks, aber auch nicht viele. Wir sehen natürlich die Zahl hier, 1599. Ich bin natürlich schlau und addiere zu 114. Westminster Times played on bells. Played on bells by the incomparable trio of Margaret, Robert and Harry. I don't think so. Wir sind bei. Stell dir mal vor, so ein Ding rollt die Treppe runter, oder? Wenn die das umziehen und dann fällt das, die Treppe ist komplett. Und weißt du, welchen Song ich gerne mal auf glockisch Papi hören würde? Papi. Auch, ja, aber am liebsten doch. 3-3-3. Ding, 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 ich dachte, du kommst hier und hast das hast du schon mehrfach bewiesen. 3-3-3, jetzt wollen wir mal schauen. 3-3-3, jetzt ist die Wartezeit vorbei. Vorbei, ja. Wir mir kommt keiner. Mit dem Punkt. Oh, the Westminster Times! 3-1-3. Alter, die haben 36.000 Abonnenten auch? Adi Grasmeier. Das ist, sind die berühmtesten Österreicher der Welt. Es gibt keinen Österreicher, der jemals berühmter war. Was zur Hölle ist denn da los? Ach, nee, ich dachte, das ist der von Gewitter im Kopf. Okay, was ist für eine Sprache? Csomagoló papír, amelynek a méreteit mindjárt elmondom nektek. Csak találjam. Finnisch oder so? Szóval ez egy 200x700-as karácsonyi csomagoló papír. Ich würde fast sagen, dass ich es nicht weiß. Das würde ich wirklich fast mal. Wie, da, wie ist das denn kein GEMA-Strike, Freunde? Naja, das heißt, die Leute sehen später im YouTube-Video nur uns ohne Ton. Da müssen wir jetzt natürlich besonders aktiv subscribe and like. Ja, es wird sowas wie ungarisch sein. Ja, mag ich, mag ich. Applaus! Gefällt mir richtig an alle gut. Ungarn da draußen. Fast alle, nicht alle. Ja, ist das jetzt der bekannteste Ungar der Welt? Der bekannteste Ungar Ungarns? Glaubst du, es gibt ein Land, wo man sagen kann, da sind wirklich die wenigsten Arschlöcher? Also prozentual gesehen? Und sagt, das ist das netteste Land der Welt. Schwer zu sagen. Ich habe wirklich, ich habe nur Gutes gehört von Portugal. Portugiesen? Ja, habe ich nur Positives gehört, weil ich auch nur einmal was gehört habe. Jemand meinte, ich habe mein Fahrrad verloren in Portugal und dann haben die mir das zurückgegeben. Und dann haben die nicht nur einfach mein Fahrrad mir ganz normal zurückgegeben, habe ich mir gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen was zurückgeben, Finderlohn und sowas in der Richtung. Und die haben gesagt, oh, no, 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 no. Im Gegenteil, gibt man da demjenigen, der das verloren hat, was. Das ist so eine Art, ja, irgendwie Glücks- oder irgendwie gutes Karma-Ding. Das ist ganz interessant. Ist auch interessant, manchmal in manchen Ländern kriegt man was zum Geburtstag und manchmal schenkt man was, zum, wenn man Geburtstag hat. Dass man dann zur Arbeit geht und dann schenkt man den Leuten was. Und da ist es so, wenn du was findest und dann kriegst du es zurück, dann schenkt man auch noch was dazu zurück, sozusagen so als Ersatz, weil man, ah, du musstest lange auf dein Fahrrad verzichten, als Ersatz kriegst du sozusagen noch was obendrauf, weil dann freut man sich sozusagen. Und da war ganz interessant, du hast gesagt, wir wollen Weihnachten zusammen feiern. Und ja.
Deswegen hättest du den Rum nicht einschenken dürfen. Auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Und dann meinte der, ja, du hast, kriegst dann tatsächlich noch, hat er noch so ein Laib Brot dazu bekommen. Und die haben ja dieses knusprig herbe Brot. Und er hat es einfach noch dazu bekommen und dann hat er gesagt, oh, danke, danke, danke. Weil das kennt man ja aus unserer Kultur gar nicht, ne? Das kennt man ja aus unserer Kultur gar nicht, dass du am Ende dann tatsächlich noch was dafür kriegst, wenn du was verloren hast und wieder zurückbekommen hast. Also so ein Gegensatz vom Finnland. Das ist ganz fantastisch, ganz fantastisch. Deswegen glaube ich, Portugiesen, Shoutout hier an Portugiesen, ist eine feine Sache. Ich sage, wir haben hier den Unge, Ungarns, den Unge. Kriegen wir eigentlich auch mal einen Shoutout von Unge, wenn Unge hier, also wir haben ja Unge groß gemacht. Glaub mir, da habe ich alles versucht. Glaub mir, da habe ich alles in meiner Macht stehen. Bist du extra nach Portugal? Alles in meiner Macht stehen, habe ich versucht. Ich glaube, wir haben hier 188 Klicks. Halte ich für eine unrealistische Schätzung, die aber pfiffig ist und darum sind wir hier versammelt. Ich glaube, wir sind leider nur bei, auch wenn ich dem natürlich viel mehr Klicks gönne. Ich sehe eine 4 und eine 4. Wenn wir die nebeneinander stellen, dann gibt es 44. Und wenn man das jetzt umdreht, dann ergibt es 44. Du liebst so diese Zahlen, Jongliererei. Ja, generell finde ich ja, das find ich ganz du liebst, toll. Ne? Ich weiß genau, was du meinst, ne? so kleine Mathe-Rätselchen und so Zahlendreher. Das liebt er, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Ja. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Ich habe auch so ein ganzes Buch, wo nur. Können wir die Antwort sehen? Oh. Für mich. Ab geht's. Weiter schöner Ungarn. Tschüss, liebe Grüße. Petite vidéo sur l'abattage de ce sapin de Noël. Oh oui, ce docteur, oui. Très bon. Ah oui. Un dinosaure qui est là-bas. Avec sa petite tronçonneuse. Da kommt Jack. Il s'est acheté ce nouveau joujou ce matin. Bon, alors. Ist der das selber, der da auch noch im Voiceover spricht? Ich habe mir noch nicht genug gesprochen in dem Video. Ich leg noch ein Voiceover drüber. Ah, jetzt habe ich es endlich gefunden. Nein! Dann habe ich das letztes Jahr ausgeliehen und das wollte ich jetzt wieder zurückgeben. Oh, das ist ja nett. Genau, Dankeschön. Hat mir wirklich total viel geholfen. Nein, der ist ja, den kann ich ja richtig gut gebrauchen. Danke dir. Zück ab den Baum! Un sapin de Noël? Ach so, es geht hier um den Weihnachtsbaum. Naja, da hätte er sich einen schöneren aussuchen können, oder? Oh, fällt er ab? Das ist ein Weihnachtsbaum. Hey! Oh, Soundeffekt. Kleine Explosion. Gab's einen Soundeffekt? Ja, weiß man nicht. Könnte auch originalgetreu sein. So, also, ich habe mir einen Weihnachtsbaum gekauft. Lange überlegt, ob es einer aus Kunststoff werden soll oder ein echter. Aber ich habe mir einen echten geholt. So, jetzt guckst du blöd und jetzt bist du dran. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also, wir haben hier einige Franzosen, die du nicht wissen, wie ich mein Weihnachtsfest feiere. Ich finde es ein interessantes Video, weil das ist eine Art Heiligabend. Das ist eine Art Vlog mit Voiceover, aber trotzdem in diesem Handyformat. Mit Liedern und Klavier. Mit Wondershare Filmora. Und Kostüm und so du, weiter. Du kannst Liquido auf dem Klavier sonst ja nicht. Und dann frohe Weihnachten. Ja, das ist ich habe deine Gehversuche gehört beim Klavierspielen, ja? Das war genau der Song. Und das noch 20 Minuten lang. 4-4, umdrehen, immer noch 4-4. 8-8, umdrehen, immer noch 8-8. Das ist doch nicht weihnachtlich. Ja, aber das ist für mich weihnachtlich. Ne? Es ist nicht weihnachtlich. Also, ich bin hier, ich möchte jetzt einfach mal frech nach vorne preschen und sagen, dieses Video hat, sage und auch schreibe, 7 Klicks. Kurze Nebenschätzung. Hey, Nebenschätzung. Juhu. Wie alt war der Baum? Der war tatsächlich schon über 7 Jahre alt. Wie viele Jahre alt war der? Der ist schon ziemlich alt. Wie alt? Ja, super alt halt. Na, wie alt? Gib mir eine Zahl. So ein Baum gib mir eine Zahl. Gib mir eine Zahl. Kriegst du einen Bonuspunkt. Das ist ein Nadelbaum, da wird so seine 125 Jahre alt gewesen sein. 48 Jahre, steht im Titel.
48 Jahre wächst der vor sich hin, hat Wünsche und Träume. 48, meinte ich. 48 Jahre, meinte ich. Ja. Yeah. Und stell dir mal vor, wie viele Tage der schon lebt und jeden Tag so steht er da rum als Baum und oh, da kommt mal, oh, da kommt er mit der Kettensäge. Dann kommt der, dann fällt er eines Tages einfach um. Ich weiß nicht, ob er sagt, nee oder oh, endlich. Ach, meinst du? Ne? Also, du sagst ja auch, die Tiere wollen geschlachtet werden. Das war ja immer dein Grund. Ja, das war ja immer dein Argument. Ich habe ein T-Shirt dir bestellt und du hast es nie angezogen. Frage ich mich bis heute, warum. Ich glaube allerdings, wir haben hier mehr. Wir haben hier 90. 90 sind 90. Verrückt, 90, keiner von uns beiden freut sich. Zwischen 2014 und 2016 habe ich regelmäßig Klavier gespielt und dann bin ich immer in den Übungssaal gegangen und dann habe ich Lars gefragt, ob ich mal sein Klavier, weil das klingt ja immer so schön bei dir, Lars, ich will das auch mal spielen. Und dann habe ich noch ein bisschen eine Französisch Hand, gelernt. Nur eine Hand. Da muss einem schon auffallen. So ging das dann. Das weißt du noch. Situation. So, 90 habe ich gesagt. Aber ihr könnt mir auch gerne helfen, liebe Regie. Gerne, wir schauen mal kurz nach. Sacre bleu, da kommt die Lösung doch schon herein, bitte. Oh, sacrilege! Ho, ho, ho! Willkommen zum großen Weihnachtsspezial. Das ist aber toll! Drei Dosen von Netto. Mit, gibt auch anderes. Ja, dem roten Markendiscount Netto, also Star-Drink. Der tut den linken Durst, ey. Der trinkt jetzt schon. Der geht mit richtig Durst in die Aufnahme, so muss man es machen. Eine Apfellimonade. Ganz kurz mal Deko-Vergleich, deren Show, unsere okay, Show. Okay, also auf einer Weihnachtsskala von irgendwie 4. April. Ja gut, also ich habe zumindest schon mal eine Kette um, ne? Die haben beide. Ich habe Geschenke mitgebracht vor euch. Du hast keins, gut, wir haben keins haben. Den Waller haben wir ja, also gut, wir haben gewonnen. Das Ding bitte nicht, das, da habe ich Allergie. Wir haben gewonnen, aber wir haben natürlich eine Millionen-Dollar-Firma auch. Hast du wirklich eine Allergie gegen dieses... Ja, nee, warte kurz. Gegen süße Bärchen habe ich eine Allergie. Nee, mal ohne Scheiß, hast du gegen Filz... Nee, oder gegen Staub, das liegt doch schon jahrelang rum. Also, wir haben hier den großen Cola-Test. Und zwar im Test Haselnuss, Spekulatius und Schneelimo. Weißt du, was das bedeutet, Schneelimo? Urin? Ja. Genau. Aber es gibt einen Serviervorschlag, wo man drauf ist. Vorher noch nie gehört, sorry Leute, aber es war. Und da ist eine gute Schätzung. Und kein einziges Getränk. Aber das wo ist das Mikrofon? Nicht alle haben Mikrofone. Statt Aroma mit enthalten. Wie viele Schnitte hat dieses Video? Das sollten wir schätzen. Zum geschäftlichen 39 Cent kostet uns die Drittel Liter Dose. Und ob das jetzt Teil unserer. Drittel Liter. Man sagt doch immer, dass jeder Mensch unterschiedlich Farben sieht. Und du wünschst dir gerade, andere Farben zu sehen, oder wie? Nee, und ich stelle mir gerade ein Update vor. Ich stelle mir gerade vor, ob das Gleiche auch für Sprache gilt. Ach so. Also, dass du andere Wörter auch immer hörst als ich. Ja, kann schon sein. Und man sich durch irgendeinen Zufall im Universum halt doch versteht. Es ist jetzt auch echt schon nach 10. Und wir hatten ja gesagt, Weihnachten, Bescherung. Nee, weil ich wollte schon noch mal eine Runde mit dir später schnacken. Ja, das können wir auch nächstes Jahr machen. So, Achtung, jetzt der Trinktest. Mhm. Es ist so ein Seitengeschmack drin. Ja, aber... Ja, schmeckt auch ein bisschen tatsächlich nach Gewürzspekulatius. Ah ja, dann ist so ein bisschen glühweinmäßig. Aber nur ein ganz bisschen. Ah ja, die hören dich nicht nach. Aha. Auch noch raus. Die hören nicht. Oh, okay. Ich meine, und ist es warm? Die hören dich nicht nach. Habt ihr es warm gemacht? Ich dachte schon, ich sitze ja kümmelnd da drin. Und hat er wirklich Urin in dem Glas da rechts? Nee, das wird kein Urin sein. Nee, also unser rechts. Nee, das wird kein Urin sein. Sag mal, weißt du eigentlich, was... Aber ist das deren Gag zu sagen Schneelimo oder ist das der Gag der Dose? Das ist der Gag der Dose. Du kannst wahrscheinlich bestellen, einfach Schneelimo bei Netto. Besinnliche Feiertage. Ist da so ein Penis auch drauf auf der Dose? Ja, ne? Hier? Da ist schon ein Penis drauf, ne? So ein Hodensack und ein Penis, oder? Das ist ja schon wirklich... Damit haben die doch die Weihnachtsdeko-Challenge gewonnen. Achso, übrigens, heute ist ja der 24. Dezember, ne? Genau. Und an dem ich sechs, viele Dinge lieber tun würde, als mit dir hier. In 7 Tagen, weißt du, was für ein Datum?
Eine 30. Ja. Kommst du jetzt? Kommst du? Kommst du rum? Wie wirklich? Ja. Dieses Jahr ist soweit. Nee, ich habe wirklich noch mal mit allen gesprochen und die haben gesagt, das ist okay. Ach so, ja, klar. Ich hatte jetzt schon was, weil ich dachte, dass ich wieder nicht wirklich. Ich hab dir zu dir rein darf. Aber, ja, ich hab gesagt, komm, das einmal, der ist irgendwie traurig gerade und so, lass den mal rein. Ja, klar, gerne. Dann bring ich meinen Kartoffelsalat mit. Den legendären Kartoffelsalat. Brauchst du gar nicht. Ich habe ein Catering bestellt. Brauchst du gar nicht. So, aber ich kann trotzdem was mitbringen, dass wir einfach noch mal so ein bisschen. Da ist auch nicht so viel Platz dieses Jahr in der Ding. Also ich habe jetzt für dich schon Platz gemacht, aber jetzt für Essen oder so. Ach so, oder Punsch oder sowas. Ich kann ja was mitbringen, irgendwie was Kleines. Nee, ein bisschen Feuerwerk oder sowas haben wir vielleicht ein bisschen was. Ach, das machen wir nicht mehr. Ach so, okay. Bei uns wegen CO2 und okay, ja, nee, verstehe ich. Vögeln und so. Ja. Aber cool. Wenn du Lust hast, komm doch vorbei. So um 1? 1 Uhr nachmittags? Nee. Du meinst 1 Uhr morgen dann? Achso, weil Silvester ist ja eigentlich dann um 0 Uhr, dann, dass ich dann. Also soll ich dann. Also, um 1. Das ist dann halt. Also ist dann halt nicht für den Jahreswechsel halt. Nee, die kommen alle um 1. Kommen alle um 1. Ja, die kommen alle um 1. Also, dann warte ich einfach vor deiner Tür und dann kann ich ja warten und dann um 1 bin ich dann da. Nee, komm doch einfach um 1 vorbei. Okay. Ja, gut, da freut mich, dass wir mal zusammen feiern. Ich freue mich auch richtig, dass wir mal. Dann können wir ja sagen, nachträglich frohes Neues. Nice. Nee, ja. Cool. Kommst du vorbei, ne? Da muss ich auch gucken, was ich dann um 12. Komm nicht früher, ne? Komm nicht früher. Ja. 1, 3. Aber ja, schon Hunger dann bis 1. Also dann, wenn ich einen Kartoffelsalat selber für mich mache, dann so. Du schläfst ja bestimmt aus am 31. Dann kannst du ja spät frühstücken. Du kannst ja auch mittags nochmal irgendwie einen Kaffee oder so. Ja, okay. Ja? Ich guck mal, aber danke, ey. Und jetzt noch die alte Adresse? Das ist echt kein Problem. Die alte Adresse? Ja. Okay, cool. Ja. Habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt beim letzten Mal, weil ich schon davor wusste, wo es ist. Wir sind da wieder hin. Okay, ja, cool. Wir waren dann nur letztes Jahr. Okay. Nicht mehr. Wir sind da wieder hin. Ah. Schöne Gegend. Danke. Also, ich bin. So, aber lass uns mal ganz kurz diesen Comedy-Kracher-Moment bitte. Du kommst nicht drauf klar, ne? Ich komm nicht drauf klar. Du weißt auch schon, dass es einen Schnaps gibt, der heißt Ficken. Es sind auch keine weißen Flocken, die da drin rumschweben, wie in so einer Schneekugel oder so. Was mich beruhigt. Kohlensäure nennt man das auch. Also. Also, auf jeden Fall ist Vanillegeschmack, glaube ich, Vanillin. Das ist ein toller Vanillegeschmack. Oh, also, ich finde, jetzt riecht man Vanille aber richtig raus. Ja, aber es ist nicht, glaube ich, noch nicht vom Geruch her nicht ganz so schlimm wie Vanillacoke. Wirklich sagen, das sind zwei sehr sympathische Männer. Auf jeden Fall. Aber vom Geschmack her, schon. Und ich sag mal so, Lars, du hast die Firma bereits verlassen. Ich bin kurz davor. Irgendjemand muss verflixte Klicks übernehmen. Bewerbt euch. Also ich sag mal, es braucht ein spritziges Duo. Nee, wisst ihr was? Bewerbt euch nicht mehr. Wir haben es gefunden. Da sind sie, die beiden. Irgendwann klingelt bei denen das Telefon. Die sagen, ah nee, haben wir keine Zeit. Ach so, okay. Also es ist alles drin, außer der Hirsch, was uns verkauft wurde. Das weißt du, wie Hirsch und Limo schmeckt? Ich ahne, dass das streng schmeckt. Das heißt immer, Milch schmeckt streng. Aber wenn man die lange in Milch einlegt, wird das Milch. So, gut. Also ich komme immer noch über diesen Gag hinweg irgendwie. Was sagst du? Du hast gesagt... Ich fühle mich total verbunden. Wir versuchen auch immer eine gute Zeit zu zweit zu haben, bis wir nebenbei Sachen zu schmecken, zu schätzen bei uns und Scheiße zu labern. Wir saßen auch schon vor der Kamera und haben einen Cola-Test gemacht. So ist es nicht. Erinnere mich nicht, ja? Wir haben das alles auch Doppel-Win-Studie. Aber die Frage ist, wer ist wer? Wer von denen bist du und wer bin ich? Ja, also vom Haargehalte würde man natürlich ganz klar mich... Ah, okay. Ne? Ja, ich bin natürlich gut. The Red Nosed Reindeer und du bist der Typ mit der Krawatte. Du hast ja wirklich auch so eine Krawatte. Die hast du ja damals, als du dein Journalistenzeugnis bekommen hast, hast du ja diese Krawatte getragen. Das ist meine Schwäche. Also, ich sage... Netto Stardrink. Ist es eine Kultur, ist die Frage. In welchem Rahmen? In welchem Raum? Sie sind in a way auf jeden Fall eine Kultur. Das möchte ich jetzt. Ab jetzt. Ich hoffe, die werden geflutet mit Klicks und Likes und Abos. Vielleicht haben die mehr Klicks als wir. Und wir können froh sein, wenn die nicht das mal in ihrem Video sagen. Lasst denen mal ein Like da. Ruft die mal an. Wir brauchen hier eine Nachfolge. Wir sind auch ganz schön hochnäsig geworden. Ja, das ist richtig. Ich meine, ja, wir machen die Show seit Jahren, aber nicht erfolgreich. Das muss man dazu sagen. Ja. Man könnte sagen, jahrelang Erfolg. Nee. Wir machen es nur schon sehr lange. Ich glaube, das Ding ist oldschool und die haben das Video 2012 hochgeladen und damals konnte man noch nicht mehr Klicks als 301 haben. Deswegen sage ich 301 Klicks. Snap! Kleiner Gedächtnisfahrt, kleiner Nostalgie-Schub für alle Mediakraft-Fans da draußen. K to the... Ach, scheiße, 301 plus...
Ja, Mann. Oder war das nicht irgendwann dann mit so plus 3-0? Mediakraft! Ja, Mann, Kraft! Die Kraft für dich. Ich bin Kraft. Bei... Ich hoffe, dass die Jungs wirklich reingeklotzt haben mit ihren Klicks und bin tatsächlich bei 999. Beinahe 1000. Du meinst, die haben die 1000 nicht geknackt. Vielleicht können wir ja der View sein, der sie über die 1000 hebt. Hoffen wir es, weil dann sind wir bei 999 gewesen, als die Schätzung. Sei lieben, Augen auf, 301. Augen auf beim Lieblings-Duo-Wahl. Oh, 3 Punkte. Über YouTube-Capture hochgeladen, hä? Michas Steine? Michas Steine? Hallo. Ist es so ein Lego-Ding? Das ist ja mein Stuhl. Michas Steine? Vor 3 Monaten, die sind aktiv. Das ist ein Klemmbau-Kanal. Hallo Welt. Alter, das ist ein Klemmbau-Kanal. Das ist ein Klemmbau-Kanal. Stark. Ich traue mich nicht, Lego zu sagen, sonst kriege ich mal wieder eine Strafe. Nee, das ist ja nicht nur Lego. Das ist ja nicht nur Lego. Ja, die machen auch, die trinken auch Pisse. Fanta-Mango-Test? Da sind sie. Wurf die Fanten vom Edeka im Test. Fassbrause mit Cannabis-Geschmack. Alter, ich weiß genau, was ich mir jetzt ab zwischen 25. und 31. Dezember reinziehe. Und ja, zwar Mann. Einmal den gesamten Kanal, bitte. Wirklich, Playlist auf an. Ach so, ich dachte, du meinst die Limo. Nein, den Kanal, Playlist auf an. Oder im Vorhinein hole ich mir die ganzen Produkte, die die haben, mache eine große Bestellung. Das wäre doch geil, oder? Das ist gar keine dumme Idee, Lars, dass du, wenn du so einen Kanal hast, machst du so einen Affiliate-Link und kannst auf einen Schlag alles bestellen, was die jemals getestet haben. Aber das macht ja keiner. Und kannst dann Stück für Stück dich mit durchtesten. Das ist eine geniale Idee. Das finde ich wirklich genial, ja. Haben wir denn für Messerlöffel Gäbel so einen Affiliate-Link mit allen Produkten? Dass man es zu Hause mit... Ja, aber die machen einen Koop mit im Vorhinein. Colin, mach eine Koop mit den Jungs. Das will ich aber hoffen. Wie heißt, guck mal, 48.000 Klicks hier. Wie heißen die jetzt? Ernsthaft? Ja, die haben auch einige Virals. Geh mal auf beliebtes. Wo? Hier. Alter! Das hätten wir 48.000. Da Christbaumständer ohne rote. Da würden wir uns den. Wir hatten auch schon mal irgendein Christbaumständer-Video. Nee, das war kein Christbaumständer! Gestern. Aber wer ist jetzt Nico? Wer ist Nico Klickfix? Weiß ich nicht. Ja, Pommes Ruppel waren auch mal 2. Einen musste ich feuern, ja, das ging leider nicht mehr. Okay, gut, das deutsche Video geht an mich, damit habe ich 3 Punkte bekommen. Das muss man auch dazu sagen. Folgendes, ein Tipp noch für alle Leute da draußen, ich muss es mal jetzt gesagt haben, es ist eine Warnung, bei Christbaumständern, ne, da gibt es ja so einen Messstand, wie viel Wasser da reinpasst und dann irgendwann kommt Warning, jetzt reicht, es ist schon voll, nicht mehr Wasser reinmachen, da kann ich euch wirklich sagen, vertraut dem. Sunrise. Alle 10 Sekunden ein Foto. Nein, das ist ein Video. So, und wo ist jetzt bitte schön die Erdkrümmung? Okay, sorry. Jetzt kannst du mir die mal zeigen? Jetzt hast du mich. Ja, okay, jetzt hast du mich erwischt. Jetzt hast du mich erwischt. Oh, da kommt sie hoch. Okay, ja. Das ist der 9.12. Oder für eine Johanna ist das anscheinend schon weihnachtlich. Und aber kein Timecode. Naja, es ist der Stern von Bethlehem, den wir hier gerade aufgehen sehen. Das am 9. Sie. Kommt er schon? Er kommt am 9.12. Da müssen die alle losziehen. Nee, stimmt, die Heiligen Drei Könige, die sind doch bestimmt monatelang gereist. Ne? Wann kam Fußmarsch. Denn der, ja, aber wann kam der ursprünglich an, der Stern? Der hat den Leuten ja den Weg gewiesen dorthin. Sie, wann der Stern angekommen ist? Der Stern hat den Leuten gezeigt, wo sie hin müssen. Ja. Aber sie mussten ja dann erst noch hinlaufen, um am 24. dort zu sein. Wann kam der Stern, ist meine Frage. Wann kam der Stern? Wann kam der Stern? Welcher Stern? Stellt mal ein paar kritische Fragen auch in der Weihnachtsmesse, liebe Leute, ja? Lasst euch da nicht einen Bären aufbinden. Stellt mal die richtig harten Fragen. Und dann ganz kurz nochmal, aber nur unter uns. Dass du als Investigativjournalist da wirklich. Ich hab hier eine Story für dich am Haken. Ich melde mich später nochmal bei dir. Und nur unter uns, ne? Wenn die jetzt sagen, wenn die jetzt rausfinden, der Stern war eine Woche früher da oder so, ne? Ja. Yeah.
Das Licht war ja schon lange unterwegs. Danke, dass du mich erinnerst. Ich vergesse immer die Lichtgeschwindigkeit. Physik. Ich vergesse immer die Lichtgeschwindigkeit. Ja, ja. So. Ja, ja. Und dann kommen wir der Sache nämlich auf die Spur. Wie viele Leute schauen sich einen Sunrise? Also guck mal, vor allem, ist das hier ein Holzbrett oder ist das Teil der Landschaft? Vielleicht, das ist der Strand, dachte ich. Aber das ist ja kein Meer, sondern ein Wolkenmeer. Ne? Da sind wir uns ja einig. Wir sind über der Wolkendecke, oder was? Ja, oder ist es ein tiefer Nebel? Nee, wir sind über den Wolken. Ei, 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 ei. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Einer der Top 3 häufigsten gesungenen Songs, angestimmten Songs von uns bei Verflixt. Ja, das stimmt. Noch direkt unter Dear Darling, please excuse my writing. I could take my hands from shaking. Okay, hier haben wir, glaube ich, auch den Verräter. Das andere Video, der macht einfach jeden Tag Videos von Sonnenaufgängen. Aber auch Sunrise und Eselsbrücke. Sunrise, Sunset. Das ist eine gute Eselsbrücke. Das vergesse ich nie wieder. Aber guck mal, interessant, ne? Das andere Video vom 9.10. Ah, jeden Tag, nee. Und guck mal, das ist 2 Minuten... Früher im Oktober. Im Oktober 2 Minuten früher. Aber das kann ja man nicht sein. Merken. Das kann ja nicht sein. Warte ganz kurz. Das sind 2 Monate Unterschied und nur 2 Minuten? Nein, 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 nein. Im Oktober geht die Sonne. Im Oktober geht die Sonne auf. Und im Dezember geht sie unter. Okay, ich glaube, das hat nicht allzu viele Klicks, aber jetzt geht es natürlich um die genaue Trefferchance. Und ich sage, ja, wir haben hier, und ja, sie kommt zurück. Sie dachten vielleicht, die ist weg. Nein, die habe ich mir geholt, die habe ich mir gekrallt, die konnte mir Lars Erik Paulsen nicht aus der Hand reißen, anders als meine Würde. Die 8, sie ist zurück. Okay, und was ist, wenn ich jetzt sage, das ist das Undercover Video. Von irgendeinem Trottel auf YouTube gestellt, in der Hoffnung, dass wir drauf reinfallen. Aber ich sage euch eine Sache. Ist ein verdammt gutes Undercover-Video. Vor allem auch hier mit dem verlinkten Video hier. Ja, das, ja. Guck mal, das wird dunkler, heller und dunkler. Ist ja, und das kann ja nicht sein. Das haben wir ja jetzt gerade physikalisch festgestellt. Oder es ist ein anderes Land. Was sagst du denn? Wie viele Klicks hat es denn dann? Wie viele Klicks hat es denn dann? Du musst ja die Klicks auch noch retten. Du musst die Klicks auch noch schätzen. In dem Video oder was? Wie soll ich das denn wissen? Hä? Erinnerst du dich an das Video, das wir heute gesehen haben? Ganz am Anfang, wo es hieß, du musst von jedem Video die Klicks ja, schätzen. Ja, 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 ja. Genau, ja. Das spielen wir, oder was? Ja. Okay, alles klar, können wir auch mal spielen. Klar, gerne. Ich bin bei, ich gewinne. Scheiße, es ist 3-6. Warte mal, es ist 3-6. Wir haben gesagt, kein Mord an Weihnachten. Wann würde er sich beschweren für die Show? Hä? Weil er würde irgendwann tap-out. Irgendwann würde er tap-out. Ja. Ich trinke ihm gerade den Hals. Tap jetzt out. Du musst nicht tap auf Zeit out. Schlaf. Florentin, ich habe es wirklich genossen, mit dir mal wieder Weihnachten verbracht zu haben. Und es war ein schönes Heiligabend. Ich musste dich jetzt leider enttäuschen. Ich werde genau treffen. Ich muss ja auch genau treffen, sonst habe ich verloren. So einfach ist es. Ich bin bei 4. Gut. 4 Klicks, sage ich. Damit hätte ich 7+1, weil es das Undercover-Video war. Aber das lösen wir natürlich später auf, wenn ich jetzt nicht den richtigen Punkt hole. Dann hat Florentin Will dieses wunderbare, besinnliche Weihnachtsduell gewonnen. Aber das Weihnachtswunder heißt Lars Erik Paul. Oh, guck mal, 4, 8, 16. Das ist eine Multiplikationsreihe. 1, 2. Stark. Well, jetzt du liebst doch solche kleinen Zahlenspielereien. Fuck, so kleine. Fuck, hab ich ein Déjà-vu gerade. Yeah? Holy okay. Crap. Was passiert gleich? Was mache ich gleich? Sag's. Nee, dann nicht. Also, ich war ja früher auch mal Dirigent und da musst du immer das Stück so beginnen. Musst du immer alle begrüßen und dann beginnt das Stück. Show ist ja noch gar nicht vorbei. Nein, ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Nächstes Video. Hä? Und zwar. Hier kam doch gerade Johanna rein und hat gesagt: Abbruch oder nicht? Nein. Nee? Oh, das liebe ich ja, ne? Weihnachtstag für Lars und mich. Wir haben einen schönen Abend. Stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben eine gute Zeit, die Geschenke sind warm. Ich halte sie warm am Feuer. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der Kuchen ist weg, der Kalender ist leer. Ich will Kuchen noch viel mehr. Ich hab noch was im Schrank. Ich hol ihn raus. Wir knuspern uns ins neue Jahr. Das stimmt alles nicht. Wieso lügst du mich an? Hast du Geschenke für mich? Saxophon! Oh oh. Fuck, ich weiß es. Scheiße, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß genau, was du dir gewünscht hast. Nee! Ey, geil! Ohne Witz, ich hab die ganze Folge überlegt, was du dir nochmal gewünscht hast. Passend zu dem Schuh, letztes Jahr hast du mir den linken geschenkt und jetzt genau. Hab ich den rechten. Ah, in vier Jahren hast du das ganze Auto. Geil. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Ach, das ist nett. Ich bin. Das ist nett. Ich bin Lars. Das ist nett. Schon mal sagen, du bist ne? Lars. Ich kenn's ja gar nicht mehr. Oh, guck mal, der spielt noch mit seinen Lippen weiter, obwohl er schon aufgehört hat zu spielen, da rechts, der Saxophonist oder Trompete. Jetzt schauen wir mal, was ob wir... Das? Wir kriegen jetzt einen kleinen Hinweis vom Kameramann, dass jemand seinen Einsatz nicht getroffen hat. Der Kameramann wird uns gleich einen kleinen, subtilen Hinweis geben, wer es hier gerade versaut hat. Oh Gott. Ja. Du kannst nichts hören. Immer die Augen zu, geil! Saxophon Regel 1, Augen zu. Ja, weil die ganze Speichel rauskommt. Aus den Augen? Yes! Oh, erinnerst du dich noch an zu die Posaune gespielt? Ah, das ist... Ist der Posaunist? Der ist ja wirklich ganz grandios. Wer ist das denn? Ist das der? Das ist so wie bei den Magiern, gibt es ja den dunklen Magier, der immer die Geheimnisse von allen verrät, aber der inkognito bleiben muss und das ist so der dunkle Posaunist. Der posaunt alle Geheimnisse raus und niemand darf seine Identität kennen. Ist das eine Idee für einen Banküberfall? Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Und dann so der Phantomzeichner. Aha, sah er so aus. Und dann genau das Bild. Ja, genau, das war er. Das war wieder ich erinnere mich an diesen leeren, schwarzen Fleck in der Mitte. Der Posaunenkiller war wieder unterwegs. Weißt du, ich wollte gerade sagen, was ein geiler Albumname wäre für ein Album. Posaunt. Wie Posaunt. Ja, das klingt halt nach Furz. Aber das klingt nicht so gut, ja, stimmt schon. Sie sind verhaftet. Oh, Face Reveal. Wir haben euch ein Face Reveal versprochen heute Abend und ihr kriegt's jetzt. Oh, jetzt geht's los. Rein da! Jetzt geht's rein. Ach nee, da raucht doch Shisha. Oh, das wäre doch auch ein schöner Sketch. Aber, ja, nee, aber das ist ja der klassische New Yorker Jazz, ne, der an der Kippe zieht, dann Saxophon spielt und dann geht der ganze Rauch in die Bar. Rauch in die Bar. Oh, das liebe ich ja. Ich liebe ja Jazz. Ja, ich komme auch immer mehr auf den Geschmack, muss ich sagen. Ich bin übrigens der Meinung, dass selbst die größten Experten nicht den Unterschied zwischen den verschiedenen Blechblasinstrumenten sagen können. Nee, keine Chance. Ich glaube auch, keine Chance. Selbst die Hersteller manchmal nicht so genau wissen, ob das jetzt eine Posaune genau. ist oder eine Trompete. Ja. So, hier ist ihre gewünschte Trompete. Klarinette. Fischkarte! Ich wollte eine Fischkarte kaufen. Im Musikladen. Das war ein Teil von dem Sketch, den wir davor gesehen hätten. Wenn wir ein bisschen Budget gehabt hätten und das hätten produzieren können. Ist dir nicht mehr genug, oder was, das Budget? Oh, scheiße! Das hat fast geklappt und ich wollte es nicht. Das ist außerdem auch... Das Undercover-Video, wollte ich auch noch mal sagen. Und was hast du noch? Hast du noch eine Uno plus 2 Karte? Ne, hab ich hier noch. Hier. Den braunen Sack. Oh, den braunen Sack. Und mit Sack, dem braunen Sack kann ich die Punkte, die ich hier gewinne, für die nächste Sendung mitnehmen. Ach Gott, hier ein kleiner Teaser auf die Wahl. Einfach nächstes alles Jahr mal wieder politisch. Jetzt ist Weihnachten vorbei, Rundin will. Es ist nach 0 Uhr, die Leute schauen uns nicht mehr zu. Keiner schaut gerade mehr, tatsächlich.
Schreibt uns mal. Es gibt ja jemanden da draußen, der uns als letztes an Weihnachten gehört hat, am 24. an Heiligabend. Um 23.59 Uhr. Schreibt das mal in die Kommentare. Interessiert keine Sau, wenn ihr das macht, aber macht's mal. Oh, ist es auf Frankreich? Ich sage, wir haben ja leider nicht so viele Klicks, weil einerseits ist die Videoqualität schlecht, der Titel ist schlecht und niemand mag Jazz. Deswegen sage ich die 4, die 8, die 9, die 3, die 2, die 2, die 2, die 5, die 9, die 8, die 7, die 7, die 7, die 7, die 7, 7, 7, 7, 7, die 7, die 5, die 8, die 3, die 9, die 2, die 5, die 6, die 22, die 83, die 34, die 5, die 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 53. Also, du hast jetzt aber gerade 623.522.000. Du fühlst es nicht. Das war improvisiert. Das war Jazz. Das war Free Jazz. Ich habe mich noch nie so frei gefühlt in meinem Leben. Ich mag halt lieber so den klassischen Jazz um Brett Schützinger und so. Brett Schützinger würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Das kannst du mir glauben. Aber ich mag die neueren Sachen. Würde ich nicht von der Bettkante blasen mit meinem. Du kannst noch deine Schätzung abgeben, bitte. Mit meinem. Beim Saxophon würde ich jetzt den nicht auch von der Bettkante stoßen, würde ich den mit 14 Klicks. Hat er nicht gesagt, hat er nicht gemacht, hat er nicht gewollt. Eine Frage noch. Wie nennt man einen russischen Jazzmusiker? St. Trompetersburg. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und das sind nochmal alle unsere Weihnachtshelfen. Johanna! Christmas. Johanna! Hey! Oh, oh, sie bewirft uns mit Schneebällen! Oh nein, sie bewirft uns mit Schneebällen! Oh, der Frankenweiler wollte auch nochmal. Oh, sorry. Oh, jetzt kommt die Nummer wieder. Ah, okay. Oh, hast mir, nee, sorry, ganz kurz. Nee, scheiße, da hatte ich jetzt gerade einen Zahnersatz. Ganz kurz, ich brauche einen Zahnersatz jetzt gerade ganz kurz. Und dann brauche ich noch einen. Ich hätte jetzt keinen Termin mehr mit dem Zahnarzt. Das ist halt alles raus. Ich mach dir das später. Florentin, schätzt deine. Ach nee, du hast schon. Also, Florentin Will sagt 53. Das war die letzte Schätzung des Abends. Ich habe 14 gesagt. Ich kann hier nur noch gewinnen. Also, ich mache jetzt quasi nochmal die Abmoderation, die ich schon vor 20 Minuten gemacht habe. Und wenn ich jetzt genau treffe, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich hat Florentin Will gewonnen. Drei Pünktchen von Olivier Thibault. Oh, Seguro. Allerdings muss ich sagen, du hast natürlich erbärmlich gespielt. Zu Recht liegst du hinten. Aber ich glaube, dein Undercover-Kartenversuch war gar nicht so schlecht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer uns hier ein Undercover-Video eingeschickt hat. Weil es muss ja was mit Weihnachten zu tun haben. Und da war die Auswahl wahrscheinlich nicht zu groß. Und Johanna hat deswegen das mit dem Sonnenaufgang genommen. Wir schauen mal kurz nach. Was ist das Undercover-Video? Und Johanna sagt, es gibt kein Undercover-Video. Es gibt kein Undercover-Video. Okay, das ist. Nee, ich hab gar kein Ohr. Auflösung! Na also, stark. Fuiga. Alter. Und der Bombardera. Oh, die Ente, unser Markenzeichen. Yeah! Oh, yes! Geil. Danke an Alex und Stefan, die haben das in ihrem Japan-Urlaub gemacht für uns. Alex und Stefan sind es nicht auch die da die Brause getestet haben. Kommt aber rein, alle Alex und Stefan. Und der Clou ist, alle Videos heute waren von Alex und Stefan. Ja, das war auf jeden Fall unsere Weihnachtsfolge zu Verflixte Klicks. Jetzt heißt es nur noch, herzlichen Glückwunsch an Lars-Erik Pausen für den Extrapunkt. Danke. Aus dem Undercover-Video. Damit hast du 5 Punkte. Und wir schauen mal ganz kurz nach. Ach, ich habe die 7 Punkte. Na, das ist ja mehr als 5. Deswegen kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt in der Sendung. Und zwar die Siegerehrung. Ich möchte jetzt aufstehen. Leute, Freunde, da bin ich da wieder. Er kann's noch. Hashtag er kann's noch. Hashtag er konnt's nie nicht. Hashtag er war nie weg. Hashtag er ist zurück. Hashtag er wird nie weg sein. Hashtag er wird nie zurückkommen müssen, weil er nie gehen wird, weil er da ist. Ich hab gewonnen. Kein Mensch macht mehr Hashtags. Und kein Mensch. Und das ist eine Firma, die existiert nicht mehr mit dem Logo. Das existiert nicht mehr. Hashtags existiert nicht mehr. Und diese Sendung existiert ab sofort auch nicht mehr. So, ich packe alles zusammen. Kannst du vielleicht den Tisch dann noch mit anpacken? Dann haben wir's. Gut. Den Elch?
Der kommt weg. Der kommt also auf den Müll. Das kannst du direkt draußen mitnehmen und dann kannst du es ins Mülleimer werfen. Okay. Hau das alles weg. Oh, der ist schwer. Gut. Will ich nicht. Also ich pack's dann. Lasst ein Like da und schön, dass ihr frohe Weihnachten. Ne? Ciao, Lars. Ist schön, streitet nicht so viel. Wo gehst du denn hin? Bitte schreib mir nicht mehr, wenn es geht. Schreib mir nicht mehr, wenn es geht. Hä? Schreib mir nicht mehr, wenn es geht. Aber das war doch nett. Hör auf, mir zu schreiben. Das war doch schön. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks mit Lars Paulsen und Florentin Will.